Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr wisst ja, ich habe eine Kooperation mit der Vegan Beauty Basket. Das heißt, sie wird mir das ein oder andere Mal kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier zu zeigen. Und jetzt habe ich auch die Winteredition bekommen, beziehungsweise die Christmas Edition. Das war eine Sonderedition. Solche Sondereditionen gibt es ab und an mal auf dem Online, in dem Online-Shop, genau, auf der Homepage. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Christmas Edition verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss sagen, solche Sondereditionen sind ja immer recht schnell vergriffen, deswegen kann ich dir nicht hundertprozentig versprechen, dass es die noch im Online-Shop gibt. Aber du kannst dir natürlich die Vegan Beauty Basket abonnieren oder dir die sonst irgendwie einmalig besorgen, kaufen, wie auch immer, wünschen. Jetzt zu Weihnachten vielleicht. Die kostet 23 oder ab 23,30 Euro pro Box, hat aber immer einen enorm tollen Warenwert und da sind halt wirklich tolle Produkte drin. Natürliche Produkte, vegane Produkte, tierversuchsfreie Produkte und das sind, das ist einfach so Clean Beauty und das finde ich total großartig. Ja, ne? Ich habe sie hier. Dieses Mal ist sie nicht schwarz, sonst ist sie ja gerne mal schwarz. Die hat hier so ein, sie ist so cremeweiß und hat hier so ein aufgeklebtes Spitzenvieh. Also das sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Tischdecke. Und ich will wissen, was drin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir machen sie doch einfach mal auf. Genau. Also, hier haben wir die Vegan Beauty Basket. Wenn du dir die abonnierst, beziehungsweise wenn du dir die bestellst, dann kannst du auch in der regulären Box mindestens ein Produkt selbst bestimmen quasi. Also du kannst dir eine Farbe auswählen oder du kannst dir eine Wirkungsweise von zum Beispiel einem Haarprodukt auswählen oder so. Ne? Das ist immer sehr, sehr gut, weil du dann auch wirklich das bekommst, was du so brauchst. Und das finde ich echt geil. Ne? Das ist ein gutes Konzept, was dahinter steckt. Und da haben wir den ersten Blick in die Box und das ist natürlich zur Christmas Edition alles ein bisschen festlicher gemacht. Wir haben hier eine richtig schöne cremeweiße Seidenschleife. Wir haben ein selbstgemaltes Bild von der lieben Ina. Also das ist immer irgendwie ein Katzenbild und das ist total schön. Also ne, die Ina ist die Inhaberin der Box und sie hat hier drauf geschrieben, viel Freude mit der Box und dein Herzchen und dann Ina. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist ne, mit einer handgeschriebenen Botschaft und da geht mir das Herz echt auf, Leute. Okay, die Karten sammle ich übrigens auch, ne? Weil das ist echt künstlerisch mega schön und das ist auch so weihnachtlich. Ich meine, guck dir das mal an. Du hast hier draußen, ne? Außen drumherum hast du Tannenzweige und so diese roten Punkte, ne? Das ist ja dann quasi, ist das Mistelzweige, die dann da mit drin sind? Oder sind das Mistelzweige? Ja, aber Weihnachten ist natürlich auch die Zeit der Herzlichkeit, die Zeit der Liebe und ne, da sieht man auch, die beiden haben sich lieb. Ja, okay, hier haben wir ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist und auch die Produktpreise. Die werde ich dir natürlich auch immer einblenden und hier kommt auch immer ein sehr, sehr angenehmer, kräuteriger Geruch raus, also irgendwie aus jeder Vegan Beauty Basket. Ganz, ganz, ganz toll. Oh, echt schön. Okay, ja, wir machen das Schleifchen mal auf. Und hier wird auf dieses Füllmaterial verzichtet. Dafür wird hier so ein sehr gutes Butterbrotpapier verwendet und dann halt mit der Schleife entsprechend verschlossen. Und oh, jetzt mache ich es weiter auf ein Zimt. Puff, richtig geil. Ach, guck mal. Das ist der Blick in die Box. Ja, der Zimtduft kommt übrigens hierher. Wake Up and Cinnamon. Das ist eine Peeling-Seife mit Kaffee und Zimt. Also das ist meins, ne? Das ist echt meins. Boah. Also, ne, Kaffee ist voll meins. Ich liebe es. Es ist übrigens von Valo Loco. Und ich habe auch so eine Seife tatsächlich in den Adventskalender von meiner Schwägerin gepackt. Das hier ist wirklich eine Peeling-Seife. Das finde ich sehr geil. Ich guck mal eben kurz, ob das für das Gesicht sein soll oder für den ganzen Körper. Kaffee und Zimtöle bilden die Basis für die herrliche Duftkomposition dieser Seife. Der Körper wird sanft von Hautschüppchen und Unreinheiten befreit und geschmeidig zart hinterlassen. Gleichzeitig wird die Haut gestärkt und mit Feuchtigkeit versorgt. Die ideale Wohlfühl-Oase im Alltag. Ja, definitiv wird auch jetzt schon relativ direkt jetzt mit mir unter die Dusche wandern. Boah, ich das toll. Echt geil. Wirklich. Boah. Nom. Ich will reinbeißen. Oh, es riecht wie so ein Zimtstern. Oh, okay, das nächste ist etwas, das hatte ich auch schon mal
tatsächlich, und das schenke ich auch aktuell meiner Stiefmama zu Weihnachten tatsächlich. Von Ta Oasis, Kaminfeuer-Duftset, ne? Das ist quasi Kaminfeuer zum Träumen. Das ist schön. Von Ta Oasis ist das nämlich ein Duftöl. Und das ist dieses hier, Kaminfeuer nennt sich das. Das ist schon cool, ne? Ja, hast du hier ein Öl mit dabei und du nimmst dieses Öl und hier in dieser Dose ist ein Stein drin und du tropfst dieses Öl auf den Stein drauf und hast dann, und das verdampft dann quasi dadurch, einfach durch die ganz normale Raumwärme und gibt dann diese ätherischen Öle in die Luft und das ist so angenehm, also wirklich, da bin ich sehr froh, dass ich das jetzt auch nochmal ein zweites Mal in der Box drin habe, sprich, dass ich das hier für mich behalten kann. Ich habe das ja auch in meinem Weihnachtsgeschenke-Ideen-Video gesagt, dass man super zu Weihnachten halt auch so Düfte, ne, so verschenken kann. Also da hatte ich ja auch zum Beispiel vorgestellt den Diffuser, diesen, Aromadiffuser, Mensch. Und genau, sowas kannst du halt auch mit sowas erreichen, dezenter, ne, also für kleine Räume sehr gut geeignet. Ja, ne, oh. Kaminfeuer zum Träumen, finde ich voll schön. So, dann haben wir von Maison Meunier Purifying Face Mask. Okay, das ist eine Gesichtsmaske von Maison Meunier. Das ist hier so ein Pöttchen mit einem Metalldeckel und das scheint aus Glas zu sein. Das finde ich auch klasse. Oha, das sieht richtig schön matschig aus. Oha, das riecht nach Lavendel, nee, nach Blume irgendwie. Riecht sehr angenehm, riecht bei weitem nicht so matschig, wie es aussieht. Oh, sehr, sehr angenehm. Das ist toll. Maison Meunier ist auch nicht unbedingt günstig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist. Steht das hier mit bei? Bestimmt. Das sind 15 ml. Ja, und so ein Pöttchen kostet 7,90 Euro. Hui. Die hochwertige Gesichtsmaske von Maison Meunier reinigt die Haut und sorgt für einen natürlich strahlenden, frischen und straffen Teint. Die Maske basiert auf Schlamm und aktiven Mineralien aus dem Toten Meer und ist mit Hyaluronsäure angereichert. Okay. Ja, und die Maske machst du dir einfach auf dein Gesicht, lässt es dann 10 Minuten einwirken und kannst es dann einfach abwaschen. Und für 5 Anwendungen soll das reichen, was hier drin ist. Also immer nur ein ganz kleines bisschen dann aufs Gesicht geben. Und das finde ich super. Das gefällt mir. Und das riecht tatsächlich nach Rose. Deswegen meinte ich eben, dass es auch so blumig riecht, ne? Oh, Neroli, Green Tea und Rose ist das. Oh, das finde ich schön. Das wird auf jeden Fall auch gleich mit mir in mein Badezimmer wandern und wird dann, ich denke, morgen schon verwendet, weil ich habe echt unreine Haut. Also hier kommen Unreinheiten, hier oben und irgendwie, keine Ahnung, was gerade im Anmarsch ist, aber Winterhaut lässt grüßen, ich sag's dir. Aber ein tolles Produkt. Und auch gerade jetzt für diese Zeit, ne, eben Winterhaut, dass man halt so ein bisschen wieder Strahlkraft bekommt, dass man wieder alles ein bisschen geklärter bekommt, weil man murmelt sich ja so dick ein und irgendwie finde ich die Haut jetzt im Winter auch unreiner als im Sommer, ne. Die Haut kann nicht so richtig atmen, man schminkt sich vielleicht halt auch ein bisschen mehr und deswegen ist so eine Maske echt geil. Gut, das nächste, was ich hier drin habe, Lipshine von Evolve. Okay, aha, das ist dieses Produkt hier. Irgendwas mit Rizinus steht hier auch hinten drauf. Ja, da haben wir hier so ein kleines Pöttchen. For added shimmer with organic cocoa butter. Oh, Rose and Vanilla. Oh Mann, das ist natürlich wieder voll meine Duftrichtung. Aber ich mag leider überhaupt nicht, und da bin ich ja auch ehrlich, nicht diese Pöttchen, ne? Ich guck mal eben, ja, nee, also, nee, 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 ich mag's leider gar nicht. Riecht nach nichts tatsächlich. Ja, also ich denke, dass das weiter wandern wird, weil ich mag einfach nicht diese Creme-Pöttchen, ne? Muss ich gestehen, ich mag das lieber, wenn ich einfach einen Stift nehme und über meine Lippen gehe oder mit einem Applikator das entsprechend mache. Aber das gefällt mir leider für unterwegs, ne? Wofür ich das dann ja auch immer benutze, leider nicht. Aber Lippenpflege im Winter passt auf jeden Fall. So, und last but not least haben wir von Cosnature, von einer Naturkosmetikmarke, Körperbutter mit Tonkabohne und Karité-Butter. Geil. Reichhaltige Pflege für sehr trockene Haut. Das ist ein Tiegel mit 200 Millilitern und ja, mega. Riechst du jetzt so nichts durch, das ist hier auch noch verschlossen. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist nicht so fest, wie man so meinen würde. Ne? Ich glaube, das ist etwas, ja, das ist etwas flüssiger. Finde ich aber gut, weil ich mag das nicht, wenn das so extrem hart ist. Und ja, ich lasse es aber jetzt noch. Nein. Oh. Doch, ich mach's auf. Wie unentschlossen sie manchmal sein kann, ne? Ja, oh, geil. Ne? Oh, ist cremig. Ist cremig.
Nur so ein bisschen mal auf den Finger und mache mir das hier auf meinen Arm drauf. Oh, ja, wirklich schöne Pflege. Oh, riecht das gut. Oh, diese Tonkabohne, ne? Oh, das riecht richtig klasse. Doch, 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 doch. Das möchte ich ganz schnell verwenden. Oh, das riecht toll. Und das, oh, das riecht so warm und so nach einem gemütlichen Kuschelabend und so. Und oh, ja, das ist ein Winterprodukt und das wird auch definitiv diesen Winter verwendet. Geil. Tonkabohne und Curry-Teebutter. Ja, das war tatsächlich schon die Christmas Edition Box. Ich denke, dass wir hier vom Wert nicht so hoch sein werden, wie wir das zum Beispiel die letzten Monate waren oder die letzten Male, wo wir die Box bekommen haben, weil sonst haben wir auch immer mal ein Gesichtsserum oder so mit dabei, was vom Wert her dann immer so mega nach oben schnellt, weil das irgendwie 30 Euro wert ist oder so ein Produkt. Aber ich denke schon, dass wir hier auch werttechnisch ganz gut unterwegs sind. Also ich würde auch jetzt hier im Gesamten auf die, ich sag mal, 45, 50 Euro tippen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber die Produkte sind geil. Das sind halt richtig herzerwärmende Winter-Beauty-Produkte und man fühlt sich einfach, weiß ich nicht, gepflegt und weihnachtlich vorbereitet, gut organisiert für den Winter. Keine Ahnung, also das passt auf jeden Fall alles wie Faust auf Auge. Winterprodukte und das finde ich geil. Das freut mich, das macht die Box halt auch wirklich sehr charmant und ja, ich würde einfach sagen, wenn dich die Box interessiert, dann schau mal unten in die Infobox, da setze ich mal den Link rein zu der Vegan Beauty Basket. Schau vorbei, schau dir auch gerne meine anderen Videos an, die ich dazu gedreht habe. Also wirklich interessante Produkte in der Box. Da kann man sich mal richtig schön verwöhnen lassen, ne? Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!